Was die Repräsentation und vor allen Dingen authentische Repräsentation von ADHS in Filmen angeht, stehe ich persönlich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe mal Mami gesehen von Xavier Dolan, in dem der Protagonist angeblich ADHS hat, aber der haut eigentlich immer nur allen auf die Schnauze. Und ich persönlich als ADHSler habe mich da wenig repräsentiert gesehen, passiert mir eher selten. Aber meine Kollegin Clara hat, glaube ich, gefunden, was ich suche, und zwar in dem Film So Damn Easy Going, der ADHS aus der Wahrnehmung eines ADHSlers unfassbar authentisch und glaubhaft darstellen soll. Diesen Film, den sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Die Schülerin Joanna in dem schwedischen Coming-of-Age So Damn Easy Going hat ADHS. Das geht so weit, dass sie Blitze vor ihren Augen sieht und ihre Außenwelt irgendwann gar nicht mehr filtern kann. Deswegen braucht sie auch dringend ihr ADHS-Medikament. Doch plötzlich fehlt das Geld dafür. Und dann gibt es dann noch dieses neue Mädchen in Joannas Klasse. Joanna verknallt sich Hals über Kopf und auch Audrey scheint sie zu mögen. So Damn Easy Going ist in vielen Punkten besonders. Allein schon das Sounddesign macht deutlich, wie sich Betroffene in unserer lauten Welt fühlen. Bewusst sind hier die Umgebungsgeräusche lauter, weil Joanna sie so wahrnimmt. Und auch die weibliche Protagonistin ist nicht selbstverständlich. Lange wurde ADHS bei Frauen selten oder gar nicht diagnostiziert. Hier zeigt uns die Kamera ihre Wahrnehmung und wie schwierig es sein kann, fokussiert zu bleiben. Der Regisseur hat lange mit Betroffenen gesprochen und das merkt man. Aber natürlich gibt es ADHS in wesentlich schwächeren Formen und oft muss ein Medikament nicht die Lösung sein. Aber der Film macht deutlich, dass ADHS keine Ausrede ist, wie viele behaupten, sondern nimmt uns mit in einen Alltag, der manchmal nicht so easygoing ist und der so selten Platz auf der Leinwand findet. Meine absolute Empfehlung.